Hallo zusammen, Maya3007 hier. Heute gibt es einen Tag, den ich bei, ich glaube, Bücherherz war es mal gesehen habe. Nämlich meine 5 schönsten Buchcover. Ich habe lange hin und her überlegt und mein Bücherregal immer wieder durchgekramt, aber ich denke, ich habe es jetzt gefunden. Fangen wir gleich an. Platz Nummer 5 geht an Magdalen Knapp, Tod eines Holländers. Ich finde es sehr schön, wie sich hier der Ponte Vecchio so im Anus spiegelt. So. Dann Platz Nummer 4 geht an Harald Schneider, Räuberbier. Passend, das Cover als Bier aufgemacht. Fand ich sehr originell. Ich muss auch allgemein dem Meiner Verlag für seine Cover ein Lob aussprechen, denn die sind eigentlich immer recht schön gemacht. Auch Platz Nummer 3 geht an ein Buch aus dem Meiner Verlag, nämlich Isa Blues von Michael Gerwin. Hier, schön mit diesem Tuba-Spieler vorne drauf. Fand ich sehr originell. Verströmt auch ein bisschen bayerische Gemütlichkeit, finde ich. Jetzt wird's spannend. Platz Nummer 2 geht an ein Buch, das ich euch ja auch schon vorgestellt habe, nämlich Stoßgebete von Wolf Schreiner. Hier mit dieser Ziege vorne drauf. Ist das nicht schön? Und jetzt, Trommelwirbel. Platz Nummer 1. Dieser Pauli, Küstennebel. Ich habe mich ja scheckig gelacht, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, mit diesen Schafen da im Strandkorb. Ah, aber leider kann das Buch mit dem Cover nicht mithalten. Denn es ist das meiner Meinung nach mit Abstand schwächste Buch dieser Reihe. Ich habe jetzt noch eine kurze Frage an euch. Und zwar geht es um die Kulisse, vor der ich drehe. Ich habe euch ja jetzt schon 3 Kulissen präsentiert mit meinen Videos. Einmal natürlich die klassische, hier von meinem Regal, dann hinten auf meinem Bett und auch schon direkt an der Heizung von meinem Fenster. Jetzt ist meine Frage, welche Kulisse gefällt euch am besten? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Denn dann will ich die zu meiner Standardkulisse machen, die am besten bei euch ankommt. Im Moment lese ich übrigens, falls es jemanden interessiert, Manfred Bomm, Himmelsfelsen. Ich habe jetzt auch schon wieder eine sehr lange Bücherwunschliste beisammen mittlerweile, denn ich habe mittlerweile den neuesten meiner Newsletter erhalten. Und da sind schon wieder 5 Bücher dabei, die ich unbedingt mal lesen will. Oh. Unter anderem habe ich gesehen, wird die Max Reinthaler und Rainer Palzke-Reihe wieder fortgesetzt. Die Bücher müssen auf jeden Fall sein. Die werde ich mir auch ziemlich bald schon beschaffen, denke ich. Mal schauen. Die nächsten Tage wird dann auch wieder eine Miss Murphy-Rezension kommen. Bin noch im Überlegen, ob ich Maus im Aus oder Virus im Netz rezensiere. Mal schauen. Auf jeden Fall sehen wir uns bald wieder. Maya3007.